President, Freedom and Democracy, Mr. Nigel Farage. Thank you. Danke sehr. Was ist das meistbenutzte Wort in Verbindung mit dem Euro? Nein, es ist nicht Erfolglosigkeit, aber das könnte es sein. Es ist Stabilität, ist es nicht so? Vor einem Jahrzehnt sagte jeder, sobald wir die Euro-Währung erhalten, wird er uns Stabilität bringen. Nun, ich würde das für das kommende Jahrzehnt anregen, aber was er uns gebracht hat, ist Chaos, Elend und Armut für Millionen. Und nichtsdestotrotz, das Wort Stabilität, dennoch war es erst an diesem Morgen in Gebrauch. Herr Barroso wandte es an, Herr Van Rompuy benutzte es, Stabilität. In Wirklichkeit klopfen wir uns selbst auf die Schulter, aber die portugiesischen Staatsanleihen entwickelten sich letzte Woche hervorragend. Doch die Realität ist, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich Steuergelder benutzt, um ihre eigenen Schulden aufzukaufen. Eure tatsächliche Beschwichtigung, dass alles prima verläuft, funktioniert einfach nicht. Wen glauben Sie denn hier veräppeln zu können, Herr Van Rompuy? Die portugiesischen Staatsanleihen stiegen gestern um 87%. Die Öffentlichkeit quer durch die Union unterstützt nicht mehr länger die Währung und der Kampf um Spanien hat gerade erst begonnen. Das Modell an sich ist fehlerhaft und was Sie jetzt wollen, ist die Größe des Rettungsfonds zu verdoppeln. Außerdem wollt ihr sogar den Anwendungsbereich des Rettungsfonds ausweiten. Seite an Seite mit der EZB könnt ihr beide damit fortfahren, noch mehr eure eigenen Schulden aufzukaufen. Ihr benutzt die Krise als eine massive Machtausweitung, um uns zu einer weltweiten finanzpolitischen Union zu führen. Wenn ihr erfolgreich seid, sollten wir den Namen abändern. Entledigen wir uns der Europäischen Union, nennt es die Schuldenunion. Und wenn ihr Erfolg habt, werdet ihr die südlichen Länder innerhalb eines wirtschaftlichen Gefängnisses einschließen, in dem das Leid der Menschen unbeschreiblich sein wird. Und der Norden findet sich darin wieder, auf ewig eine gewaltige Rechnung zu zahlen, sowie Zinssätze, die viel zu hoch für ihre eigene Ökonomie sind. Wir erreichen damit den Punkt, wo es in Wirklichkeit keine Rolle mehr spielt, was irgendjemand von Ihnen zu sagen hat. Niemand schenkt Ihnen mehr Glauben. Die Öffentlichkeit steht nicht hinter Ihnen. Ich hoffe und bete dafür, dass die Märkte über Sie richten werden. Vortrag, gibt es eine blaue Karte? Sind Sie bereit, diese Nachfrage entgegenzunehmen? Normalerweise benutze ich meine Muttersprache, aber manchmal ist es auch amüsant, Herrn Farage zuzuhören. Er kennt wirklich alle Antworten, er liefert gleich die Fragen mit. Aber die Alternative, Herr Farage, wenn wir 17, 16, 20 verschiedene Währungen hätten, wie in den 90er Jahren, als das Pfund Sterling kollabiert ist, wäre das denn besser gewesen? Hätte das die jetzige Situation in Europa verbessert? Kein Wirtschaftswissenschaftler, Herr Farage, würde dem zustimmen. Sie können nicht behaupten, dass wir in der Vergangenheit leben. Wir befassen uns mit den Themen, die Europa heute betreffen. Herr Farage, Sie beantworten auch nie die Frage, wie man mit der jetzigen Situation und der Zukunft umgehen kann. Sie sind ein Populist. Und sie finden einfach viel zu einfache Antworten. Thank you. Ich habe bereits vor einem Jahrzehnt darauf hingewiesen, dass man Griechenland und Deutschland nicht in derselben monetären Union zusammenfassen kann. Das kann nicht gut gehen. Und wenn man auf die Geschichte zurückblickt, stößt man darauf, dass wann auch immer Völker in erzwungenen Währungsunionen zusammengefasst wurden. Wenn die Regierungen glaubten, dass sie es besser wüssten als die Märkte, haben die Regierungen immer verloren. Sie haben mich gefragt, wie meine jetzige Lösung aussieht. Es ist völlig offensichtlich, dass Griechenland, Portugal und Irland nicht in den Euro passen. Und was Herr Van Rompuy unternehmen sollte, um wirklich etwas zu ändern, ist einen Plan B einzuführen und diesen Ländern zu erlauben, zu ihrer eigenen Währung zurückzukehren, um eine wettbewerbsfähige Entwertung zu erreichen und eine Chance zu haben. Was wir mit dieser Politik anrichten, ist, sie fertig zu machen. I have lived in your future, and it didn't work.